Hey ho Schnuckis, willkommen auf meinem Kanal. Ihr hört, meine Stimme ist hinüber. Ich drehe jetzt trotzdem diesen Haul, weil ich es will und ich hoffe, ihr kommt damit einigermaßen klar. Mal schauen, ob ich bis zum Schluss schaffe zu reden. Ansonsten fasse ich mich heute mal ein bisschen kurz. Es gibt einen Haul und es gibt auch sehr viel Parfum. Ich hänge das zum Schluss ran, wen es also nicht interessiert. Ich mache Timestamps rein. Der kann es einfach überspringen. Es geht direkt los. So, jeden Monat einen Haul, ne? Da will ich mich dran halten. Fangen wir an mit Sephora. Da habe ich Folgendes gekauft. Und zwar Augenpatches von Wishful, von Huda. Die hatte ich ja schon mal. Und die gab es dann zu dieser Empowered LE quasi in so einem Dreierpack, sind schweineteuer, sind aber auch ganz schön, finde ich. Meine Güte, ob sie meine Augenpartie jetzt revolutionieren, würde ich jetzt nicht sagen, aber sie sind wirklich ganz schön. Dann habe ich da gekauft, habt ihr schon gesehen, glaube ich, ne? Die RMS Beauty Foundation und das RMS Beauty Blush. In meinem letzten Style & Talk habt ihr die, glaube ich, gesehen. Ja, schön. Und dann habe ich gekauft von Fenty diesen Contour-Stick in der Farbe Amber. Ich wollte den schon immer mal ausprobieren und der war die meiste Zeit ausverkauft. Jetzt habe ich ihn, den teste ich auf jeden Fall noch. Und, Gott, Leute, ey. Ich war halt bei Sephora selbst und habe da das vorne stehen sehen. Und zwar diese Dr. Jart Cica Pear Tiger Grass Color Correcting Treatment. Das habe ich schon mal probiert vor keine Ahnung wie vielen Jahren. Hatice hatte das so gehypt und ich fand es damals schon scheiße. Und manchmal verändert man sich ja und ich dachte, diesmal ist es besser. Aber ganz ehrlich, habt ihr das? Alter, das schwimmt auf meiner Haut hin und her. Das lässt sich gar nicht einarbeiten. Das ist übertrieben so dick auf meinem Gesicht. Also ehrlich, ich verstehe das überhaupt nicht. Also sagt mir mal, was mache ich falsch. Das ist gar nichts für mich. Ich denke, das wird auch direkt in meinen Sale wandern. Ich habe das jetzt einmal probiert und no. Nein, 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 nein. Gar nicht meins. Und dann habe ich bestellt von The Ordinary Multipeptide Eye Serum. Das ist so ein ganz, ganz flüssiges Zeug. Und irgendwie flüssig, ölig, silikonig. Irgendwo in diesem Bereich. Und das kann ich noch nicht zu sagen. Also habe ich mir geholt, fand ich irgendwie interessant. Und ich fand auch interessant Ole Hendriksen Hydra Barrier Nourishing Face Oil. Und ja, ich habe das jetzt schon ein paar Mal probiert und das zieht so geil in meine Haut ein. Meine Haut stört es überhaupt nicht, also keine Irritation, Rötung oder irgendwas davon. Gefällt mir erstmal sehr gut, werde ich aber darüber berichten, wenn ich mir ein richtiges Bild gemacht habe. Dann hatte ich bestellt bei Make-up bei Mario. Die Review dazu habt ihr schon gesehen, die kam jetzt am Freitag. Ich lade euch das mal hier hoch. Ja, leider 20 Euro. Versand, was ich halt übel finde. Ich hoffe, dass die Gerüchte stimmen, dass die Sachen zu Sephora Deutschland kommen. Das wäre echt cool, muss ich sagen, denn ihr wisst es ja schon, mir gefällt es. Mir gefällt es sehr gut. Mir gefällt auch der Westman Atelier Contour Stick. Den habe ich jetzt auch schon einige Male getestet. Ich will ja so ein bisschen so ein Liquid Creamy Contour Vergleich machen. Ja. Steht auf jeden Fall auf meiner Liste, dass ich das machen möchte. Den habe ich geholt bei Cult Beauty. Finde ich wirklich außerordentlich gut. Dann habe ich bei Niche Beauty, da gab es die als erstes, die neuen Hourglass Lippenstift mir geholt. Oh, komm raus aus der Verpackung, Junge. Was ist los mit dir? In meinem Anti-Haul Wishlist hatte ich gesagt, die sind matt und deshalb bin ich nicht so super interessiert. Ich war schon interessiert, aber matt war halt so ein bisschen, dass ich dachte, okay, probier's da aus. Sind sie aber nicht, sie sind Satin Finish. Die Dinger heißen Hourglass Unlocked Satin Cream Lipstick. So sehen die aus. Ich habe die Farbe Large. Mega schön oder Lach. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht.
Finde ich super, super schön, die Lippenstifte, ehrlich. Also ich bin schon wieder kurz davor, mir noch andere Farben zu holen. Es gibt sie jetzt mittlerweile bei Douglas, überall eigentlich. Also sind überall verfügbar. Und die Meinungen, so wie ich sie so mitkriege auf Instagram, sind alle sehr, sehr positiv, muss ich sagen. Und ja, mir gefällt es auch. Natürlich Hourglass, ne? Ist einfach saumäßig teuer. Müsste auch nicht so sein, finde ich. Also ich denke, manchmal übertreiben sie es ein bisschen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es nötig ist, 42 Euro für so einen Lippenstift zu nehmen, während MAC zum Beispiel 25 nimmt oder so. Ja, ne? Ist halt so ein Thema für sich. Trotzdem ein wunderschöner Lippenstift. Dann habe ich zweimal hintereinander bei Beautylish bestellt. Einmal die neuen Lippenprodukte von Natasha Denona. Auch das Video dazu verlinke ich euch. Habt ihr schon gesehen, wie ich sie finde? Hätte ich heute eigentlich mal, obwohl mein Augen-Make-up ist einfach zu pink für roten Lippenstift. Ja, mega. Sind die Lip Liner, gibt es schon bei Sephora, die Lippenstifte zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video drehe, noch nicht. Ich verlinke euch unten alles, wo ihr es bekommt und so weiter und so fort. Und selbstverständlich habe ich den neuen Mini-Pinsel von Sonia G, den Niji Mini quasi. Ja, was soll ich sagen? Ne? Ich liebe die Minis, ja, mit diesem braunen Holzstiel. Ich finde die unglaublich edel. Und der Niji ist sowieso toll und ja, konnte ich nicht widerstehen, ist klar. Dann habe ich mir geholt von Tarte, bei Tarte selbst. Das Video dazu seht ihr dann nächste Woche zu den Produkten, aber bei Instagram habe ich schon mal ein bisschen durchblicken lassen. Und zwar Tarte Glow Light. Das ist sowas ähnliches wie Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Ich verrate noch nichts. Nein, ich habe die Farbe Glimmer. Dann habe ich den Sculpt Tape. Ja, haben wir so ein bisschen Charlotte Tilbury hier am Wickel gehabt bei Tarte offensichtlich. Ein Liquid Contour, auch dazu sage ich noch nichts, seht ihr dann. Und die Glow Bar, Tarte Shape Tape Glow Bar, gibt es auch bei Sephora schon. Die glaube ich noch nicht, aber die hier schon. Auch dazu sage ich noch nichts. Viele können an meinem Gesicht schon erraten, wie ich die Sachen finde, ne? Ja. Dann war ich in der Drogerie und da habe ich gekauft von Ebelin die wiederverwendbaren Augenpads. Ihr seht, sind noch verpackt, habe ich noch nicht ausprobiert. Werde ich aber jetzt, denke ich, in Kombination mit diesem Augenserum von The Ordinary ausprobieren. Ich glaube, das könnte sich gut vertragen. Ja, bin ich absolut gespannt. Habt ihr so wiederverwendbare Augenpads? Benutzt ihr die? Wie sind die? Was haltet ihr davon? Ich glaube halt auch, dass die vielleicht interessant sind fürs Schminken halt, ne, damit man, wenn man ein bisschen Fallout vermeiden will. Dann habe ich von diesen neuen Essie-Lacken, von dieser Love 80% Plant-Based Nail Color, ihr wisst schon, alle versuchen jetzt irgendwie so was rauszubringen. Da habe ich die Farbe Back to Love. Habe ich noch nicht ausprobiert. Werde ich jetzt, kommt als nächstes jetzt auf meine Fingernägel. Dann habe ich mir geholt, selbstverständlich die Catrice Foundation in zwei Farben, weil die Farben sind einfach Katastrophe, die sie in der Drogerie haben. Vier Farben gibt es in der Drogerie, online gibt es mehr. Trotzdem, naja, was soll ich sagen. Ich gebe euch jetzt eine kleine Sneak Peek. Ich verschiebe dieses Video jetzt seit 3 Wochen, weil erst hatte ich nur die dunklere Farbe, konnte ich es nicht drehen. Dann war ich beim Lasern und wollte am nächsten Tag eigentlich drehen und hatte so eine dolle Schwellung vom Lasern, dass ich es nicht machen konnte. Jetzt hier Stimme, bin ich krank. Also, aber ihr kriegt das Video nächste oder übernächste Woche. Also auf jeden Fall. Aber ich verrate euch schon mal eins. Krass. Also, wow. Für mich funktioniert die mega. Wirklich, hätte ich nie gedacht. Bisher möchte ich fast behaupten, von allen Drogerie-Foundations, die ich je in meinem Leben getestet habe, die beste. Aber oh mein Gott, Hollywood Skin Bronze and Glow Palette, ehrlich gesagt, ganz ehrlich, ein Dupe zu Charlotte Tilbury. Also ich finde das immer so witzig, nur weil wir da so ein bisschen so einen ähnlichen Print reinmachen. Also ich kann es euch sagen, der Highlighter ist okay, der Bronzer ist die Hölle. Farbe okay, sage ich mal, pudrig bis sonst wohin, also fliegt dir durch alles durch die Gegend und fleckig. Also nee, nein, bitte nein.
Also wirklich nicht. Und mit Dupe ist das schon mal gar nicht. Das finde ich halt immer so. Also ehrlich. Nein, kein Dupe. Mm-mm. Meiner Meinung nach überhaupt nicht. So, dann kommen wir zu Douglas. Und zwar habe ich da bestellt das MAC Hyper Real Fresh Canvas Cleansing Oil. Ihr seht, auch schon gut in Benutzung. In meinem Anti-Horror-Wishlist, glaube ich, hatte ich darüber gesprochen, dass ich mir das holen will, weil ich das Gefühl habe, dass es mein Augen-Make-up extrem gut löst. Macht es auch, aber ihr müsst das echt nicht haben, weil ich habe zum Beispiel gerade das von Transparent Labs, das ist schon auch mega gut. Und wenn man sich das mal, also man muss da echt, glaube ich, MAC mal so ein bisschen... Ich ärgere mich jetzt ein bisschen, dass ich es geholt habe, weil eigentlich muss man MAC da so ein bisschen boykottieren und sagen, kommt mal ein bisschen runter von eurem hohen Ross, weil das kostet echt, haltet euch fest, 52 Euro für ein Piep Cleansing Oil. Und ich war halt so begeistert, weil das so geil funktioniert hat, aber jetzt, wo ich es habe, ist es immer noch mega gut, keine Frage. Denke ich mir aber, du hättest es boykottieren sollen, Jenny, weil es ist einfach so übertrieben teuer, dass ich mir denke, komm, das ist wirklich übertrieben. Was sagt ihr dazu? Sagt mir das mal. Überhaupt die ganze Pflegereihe ist extrem teuer. Dann habe ich mir geholt von Osis, das habe ich schon zu einem 100. Mal nachgekauft, dieses Volumenpuder, das benutze ich gern, das ist mein Liebstes. Das hinterlässt nicht zu krasse Rückstände, weil ich finde, diese Puder machen eure Haare dann manchmal so, wisst ihr, so mega eklig. Das ist hier ganz gut, trotzdem macht es Volumen. Und dann habe ich mir geholt, das gibt es eigentlich auch bei Purish, Wow Dream Coat. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Das ist gerade, selbst, das war, ich glaube, Purish hatte da ein richtig geiles Angebot drauf und dann war es direkt ausverkauft und ich wollte es irgendwie unbedingt probieren. Ich berichte euch aber, was das kann und wie toll das ist, wenn ich es getestet habe, ja. Und ich würde sagen, jetzt kommt der Übergang zu Parfum, denn ich habe mir geholt bei Douglas, ich hatte ja meinen Sale und da habe ich wirklich sehr viel rausgeschmissen und das hat relativ gut gereicht, um mir dieses wunderschöne Schätzchen zu kaufen. Das Tom Ford Bitter Peach habe ich ja schon in so einer Reisegröße, so eine luxuriöse Reisegröße, habe ich euch auch schon mal gezeigt. Das ist aber fast leer und das geht gar nicht. Das hat mich schon gestresst, da habe ich schon angefangen, das weniger zu benutzen und ja. Ich liebe dieses Parfum. Es scheint aber die Geister extrem zu spalten, weil ich hatte das neulich drauf, als ich mich mit meinen VW-Mädels getroffen habe. Ich habe bei VW damals eine Ausbildung gemacht und das sind noch Mädels aus der Ausbildung, mit denen wir sehen uns halt so zu jedem Geburtstag, sagen wir mal, ne? Seit, meine Güte, über 20 Jahren. Und denen hat es nicht gefallen. Also die fühlten sich sogar am Ende, glaube ich, belästigt, aber ich so... Wisst ihr? Also ich finde es einfach affengeil. Also Bitter Peach ist voll witzig, weil ich habe das damals bei Liebe getestet und fand es halt erst überhaupt nicht toll. Und dann hat mir eine ganz liebe Abonnentin, danke dir, ihre Probe geschickt, so eine Mini-Probe, ne? Und dann habe ich das nochmal ausprobiert, so an mir selbst und oh Gott, ich dachte so, es ist so geil. Ja, und jetzt habe ich das hier. 50 Milliliter sind das. Lasst uns bitte nicht über die Preise von Tom Ford reden. Denn sie sind. Zum Geburtstag von meinem Mann kriege ich Lost Cherry in 50 Milliliter. Und ja, wenn nachher der Postbote klingelt, kommt wahrscheinlich Cherry Smoke bei mir an. Ich kann es nicht erinnern. Auf Cherry Smoke, das ist das Neue. Es gibt ja Cherry Smoke und Electric Cherry, die beiden neuen von Tom Ford. Cherry Smoke gab es jetzt schon bei Douglas. Und ich hatte, es gab 20%, die da drauf gingen. Die gingen auf Lost Cherry jetzt die ganze Zeit nicht. Also Douglas macht das ja ganz raffiniert, schreiben da irgendwo Angebot klein in die Ecke und dann sind die 20% ausgeschlossen. Das ist super, ganz toll. Ging aber auf Cherry Smoke und ich hatte auch noch 20-Euro-Gutschein. Und dann habe ich es anstatt für 190 für 130 oder so gekriegt, was dann natürlich okay war. Und es kommt jetzt nachher, es ist ein Blind Buy, also... Ich habe keine Ahnung, ob ich es mag. Wir werden es sehen. Ihr werdet es in meinem nächsten Haul sehen, in den nächsten Tagen. Ganz sicher werde ich euch davon berichten. Ja, aber
Bitter Peach ist schon mal einfach nur geil. Ich muss sagen, jetzt wird es halt ein bisschen unangenehm, weil ihr werdet wieder sagen, wie kann man so viel Geld ausgeben? Wo hast du dein Geld her dafür? Bla bla bla. Ich sag's ganz kurz. Ich verdiene mein eigenes Geld. Ich habe meinen eigenen Laden. Ich habe dieses Business hier und ich kann mir das einfach leisten. Das hört sich ein bisschen arrogant an, aber weil die Fragen kommen immer wieder und dann denke ich mir immer so, Leute, ihr könnt doch auch entscheiden, wofür ihr euer Geld ausgibt. Also bitte lasst mich das auch, ja? Fangen wir erstmal an mit Sommelier de Parfum. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also wir gehen jetzt voll ins Parfum-Thema über. Das ist eine Seite, da könnt ihr quasi eure Vorlieben eintragen und die suchen dann für euch Düfte, die euch gefallen könnten. Und dann kriegt ihr so ein nettes Dingens hier, das suchen die selber aus. Also man kann sich selber die Proben aussuchen dann, ne? Aus den Düften, die sie dir vorschlagen oder auch generell könnt ihr euch da Proben aussuchen. Das sind dann hier so kleine Probefläschchen. Und den ersten Duft, den sie mir da rausgesucht haben, ist BDK Wood Jasmine. Da kommt gleich noch was dazu. Und der, ja, die anderen haben mir nicht so gut gefallen, aber ich finde die, diese Idee ganz toll. Und ich werde auch sicherlich da nochmal Duftproben bestellen. Ich verlinke euch das auf jeden Fall unten in der Infobox. Sommelier de Parfum heißen die und da könnt ihr mal ein bisschen rumstöbern. So eine Box kostet 20 Euro, was ich anhand der Parfums, die es da gibt, ja, angemessen finde. Und es ging auch super schnell, völlig problemlos. Sehr, sehr schön. Dann habe ich bei Parfori ja ein Abo abgeschlossen und es ist immer noch nicht da. Das war ein bisschen chaotisch. Ich habe mit dem Support geschrieben, der war total nett. Ich denke, es sollte jetzt die nächsten Tage ankommen. Da sprechen wir dann nochmal drüber. Ja, und dann war ich bei Liebe einige Male. Es ist ja doof, ich muss halt immer zum Zahnarzt nach Hannover, ne? Und da ist halt auch Parfümerie Liebe und ich mag es gar nicht zeigen. Also zum einen habe ich mir geholt Minis von Baccarat Rouge. Ich habe ja das Baccarat Rouge Estrée de Parfum, das, dieses heftige quasi, dieses Extrakt. Und wollte aber das normale auch noch haben und weil irgendwie das normale Baccarat Rouge in der normalen Größe. Es hat mich irgendwie gar nicht so angesprochen, sondern es gibt so kleine für die Handtasche. Da sind 3 Stück drin. Das habe ich mir geholt. Und ja, Baccarat Rouge ist halt einfach mega. So, was soll ich sagen, ist einfach geil. Und ja, Sommelier de Parfum, Make Me Buy It, nämlich BDK Wood Jasmine. Erstmal bitte. Was soll ich dazu sagen? Ich wollte unbedingt ein BDK Parfum. Ich hatte schon mehrere davon gerochen, die haben mir alle nicht gefallen. Wood Jasmine hatte ich da irgendwie nicht geschnuppert, muss ich sagen. Die haben mir alle irgendwie nicht gefallen. Ich wollte aber unbedingt, ich finde diese Flakons so übertrieben geil. Wisst ihr, wie schwer die sind? Damit kannst du auf jeden Fall jemanden sehr doll verletzen. Das ist eins der wenigen Parfums, wo ich tatsächlich rausrieche, was da drin ist. Nämlich, das riecht ein bisschen wie Pflaumenmus am Anfang. Das ist so ein geiles Parfum. Also ehrlich, absolute Empfehlung. Riecht ruhig mal da dran. Ich meine, bei Parfums ist es ja sowieso so eine Sache. Ne? Also wenn ich euch jetzt sage, ich finde das geil, das hat ja gar nichts zu heißen. Ne? Weil ich kann euch das auch ganz schlecht beschreiben von den Duftnoten. Ich bin einfach kein Typ für das. Wenn ich mir so Parfum-YouTuber angucke oder so und ich denke mir so, ah, okay, das riecht für mich halt einfach geil oder schlecht. Oh Gott. So, und dann habe ich mir noch 2 Parfums gekauft. Und Leute, ich finde, das ist so geil. Wenn ich hätte diese Parfums mir nie angeguckt, wenn die super, mega geile Verkäuferin bei Parfümerie Liebe mir das nicht gezeigt hätte. Ich hätte gar nichts davon gewusst. Ich hätte das mir nicht angeguckt. Aber ehrlich, alter Schwede, für mich ist das die absolute Sensation. Ich habe sowas noch nie gerochen vorher in meinem Leben. Und ich weiß auch, garantiert, wenn ich noch mehr von dieser Marke riechen werde, werde ich wahrscheinlich auch noch mehr davon haben wollen. Die Marke heißt Profumum Roma. So sehen die aus. So ganz schlichte Flakons, nichts Spektakuläres. Das Spektakuläre ist da drin. Erstmal ist da ein super krasser, hoher Parfumanteil drin. Und das merkt man auch, weil die sind schon fast so ein bisschen ölig, ja. Ich habe hier einmal Dolce Aqua. Also wenn ihr nicht auf was Süßes steht, ne, dann ist das gar nicht für euch.
Ich finde, am Anfang riecht das wie so ein Rumtopf. Und dann, meine Tochter sagt, das riecht total nach Honig und tut es auch. Also es ist so ein spezieller, abgefahrener Duft, ich kann das gar nicht beschreiben. Und als ich angefangen habe, mich mit diesem Duftthema, Nischendüften und sowas zu beschäftigen, da gab es YouTuber oder auch Instagrammer, die gesagt haben, das und das Parfum, das liebe ich zum Schlafen, vorm Schlafen gehen. Und ich dachte mir so, die haben den Arsch offen. Also, wie bekloppt kann man sein, sich vorm Schlafen Parfum aufzutragen? Oder die haben dann gesagt, das ist das Perfekte für auf dem Sofa am Sonntag. Und ich dachte so, ich trage doch kein Parfum am Sonntag auf dem Sofa. Das ist eins der Düfte. Da nehme ich einmal hier, sprühe mir das einmal hier rein, zwischen die Brüste so, unten rum, zwischen Bauch und Brüste sozusagen. Und dann bin ich happy. Das mache ich abends und ich sage euch, am nächsten Abend rieche ich das immer noch, wenn ich nicht geduscht haben sollte oder sowas. Ja, dann rieche ich das immer noch. Das ist so unfassbar von der Haltbarkeit. So etwas habe ich noch niemals in meinem Leben, noch nie sowas erlebt wie bei diesem Parfum. Alter, das ist so geil. Und das gleiche gilt für Confetto, auch von Profumo Moroma. Und das mache ich jetzt mal eben. Kann das überhaupt nicht beschreiben, was hier los ist. Es ist auf jeden Fall mega süß. Es ist total süß und warm und kuschelig und hammermäßig. So, von meinem Mann gestört. Hier steht 1996 drauf. Wahrscheinlich ist das das Jahr, wo es wo das erfunden wurde sozusagen. Das ist wohl eine ganz kleine Manufaktur. Wie nennt man das eigentlich? Gott, ich bin so ungebildet, was das angeht. So ein Familienunternehmen und oh, ey, geht mal in die Parfümerie Liebe und schnuppert mal da dran, meine Güte. Und was ich so geil finde, da sind, also du hast dieses Parfum und dabei ist dann gleich so ein kleines Fläschchen und zwar so ein Roll-On. Weil das halt so einen hohen Parfümanteil hat, so einen Parfümölanteil, ist es halt richtig cool, wenn du dann mit diesem kleinen Roll-On dir hier so ein bisschen was aufgibst. Also kannst du selber anfüllen, ist auch ein kleiner Trichter dabei. Also ist schon ziemlich abgefahren. Das war's schon. Ey, das war gar nicht so viel. Kommt. Ich meine, okay, ich habe halt mein ganzes Geld in Parfums investiert diesen Monat. Deshalb ist das andere ein bisschen kürzer gekommen. Ja, haut mal raus. Interessiert euch irgendetwas davon besonders? Soll ich eine Review zu irgendwas machen? Geht euch das Parfum-Thema auf die Nerven oder ist es okay, wenn ich das ab und zu mal einfließen lasse? Glaub mir, ich werde kein Parfum-Kanal, weil ich bin da einfach. Ich rieche das auch nicht raus, wenn die dann sagen, das riecht nach Tonka oder Vanille. Ich weiß nicht mal, wie Tonka eigentlich riecht. Wisst ihr, was ich meine? Also deshalb keine Sorge. Aber natürlich ist das gerade eine neue Leidenschaft von mir und ich stürze mich immer sehr stark in neue Sachen, wie ihr seht, ne? Weil andere würden sich vielleicht ein Parfum kaufen und würden sagen, ja, ist jetzt erstmal gut, ich kaufe in 3 Monaten ein neues und ich so, das, das. So ist das halt bei mir und es ist auch in Ordnung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war okay mit meiner Stimme. Ihr konntet das aushalten. Ich werde sie jetzt schonen. Ich werde jetzt Tee trinken und für den Rest des Tages die Klappe halten. Ich wünsche euch wie immer was ganz, ganz Tolles. Bis zum nächsten Mal.